Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der Karte Lostberg. Wir hatten hier einen kleinen Unfall und ich versuche mal. War so ein Gedanke. Aber ich kann hier nirgendwo ansetzen. Mist. Ich weiß mal nicht so richtig, wie ich den jetzt hier rauskriegen soll. Ja, sonst müsste ich doch einen zweiten Takt holen, dass der hier ein bisschen schiebt vielleicht. Wäre nochmal eine Idee. Ich probier's nochmal. Man hat sich so scheiß festgefahren. Tut sich nichts. Ne? Also ich könnte voll aufs Gas treten. Die Räder zucken so ein bisschen, aber mehr auch nicht. Da müsste ich mal gerade eine Regenjacke überziehen und wir nehmen mal den. Mein Gott, der wird es auf jeden Fall packen hier, ne? Den könnten wir das auch gut machen. Dann könnte ich eh mal die Dings rüberholen, die. Hatte ich die so eine Fräse gekauft? Ich meine schon. Ich weiß noch nicht, ob wir die schon abgeholt haben. Hier ist er nämlich. Genau, dann könnten wir die nämlich auch abholen. Dann würde ich mit dem da mal rüberfahren. Als Rettungseinsatz. Und die Zeit würde ich mal ein bisschen schneller laufen lassen. Damit wir hier das Wetter endlich mal überstehen. Das Schleppding lasse ich jetzt noch dran für die Bäume aus dem Grund. Das könnten wir dann auch oben in unserem kleinen aktuellen Forst dann da mal hinbringen. Ablegen. Wir wollen ja noch weiter sägen. So, da ist das Problem. Wie gehen wir das jetzt an? Ich würde sagen, ich versuche den mal von vorne ein bisschen zurückzuschieben. Mal drehen. Ich lieber hier vorne auf der Straße, dass wir hier den auch noch festfahren. Aber ich muss eh mal meinen Holzscheit hier mal zurechtlegen. So. Oh. Oh, ich habe jetzt gar nicht mit Verkehr gerechnet. Ich dachte, das wäre eine ruhige Straße. Moment. Moment. Ja, es tut mir auch leid. Warte mal. Das Problem, was ich gerade habe. Ich bin doch hier richtig, ne? Das Problem ist, ich habe meine Poltergabel reagiert, nicht die Sau. Hey, was soll das? Geht nicht mehr auf.
Ich muss das mit der Maus mal machen, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Warte mal. Das war doch dann. So. Oh Mann, ey. Kann mal was funktionieren, oder? Kann ich denn die Tasten schon wieder einfach alleine umstellen? Probier's nochmal. Geht nicht. Okay, das muss reichen. Ups. Kleiner Stau. Danke für Ihre Geduld. Ja. Gut. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen überhaupt irgendwas zu bewegen. Machen wir mal Allrad rein. Das sieht nicht gut aus. Also sonst würde ich einen professionellen Service rufen. Sprich, wir würden dann das Ganze abschleppen lassen. Ja, das macht keinen Sinn. Der bewegt sich keinen Millimeter. Das Problem ist wohl, auf dieser Karte, wenn ich das richtig verstanden habe, dass manche Bäume einfach unterirdisch sind. Ne? Und da scheint er jetzt so auf richtig so einer Spitze drauf zu sitzen. Und wie gesagt, ich komme da ja auch überhaupt nicht dran. Ich kann mal gucken. Ach guck mal, jetzt bin ich hier nämlich unter dem. Tatsächlich. Guck mal, das ist jetzt, bin ich jetzt unter dem. Unter der Karte. Ich kann natürlich mal versuchen. Ob ich die. Ob ich die jetzt hier. Von unten so ein bisschen. Bearbeiten können. Ich komme da nicht weiter runter. Ich weiß auch nicht warum. Nee, weiter runter geht's nicht. Aber ist auch doof, oder? Und der hängt jetzt quasi so ein Stück unter der Karte und deswegen geht da gar nichts. Und wenn wir gleich Pech haben, dann stürzt unser Traktor hier ins in die Hölle quasi. Ich probiere nochmal, ob er sich jetzt irgendwie bewegt, aber. Ja! Also den konnten wir gar nicht losbekommen. Denn der hing unter der Karte. Geile Sache. Da bräuchte man mal ein Update. Für die Map. So, wo fahre ich denn den jetzt mal hin? Jetzt mal irgendwie an die Seite. Einer meiner Lieblingstraktoren. Soll ich wieder auf normal und dann
Düsen wir mal zur Verkaufsstelle. Ein bisschen ausholen. Ja, dann ist ja mit dem Kuhstall ist ja auch noch ein Fehler, dass du den nicht vernünftig reinigen kannst. Und Feldbegrenzung ist auch so ein Problem wohl mit der Map. Und wir müssen einfach mal schauen, wie uns das hier... Ich will nicht gleich wieder aufgeben, aber wie es das hier in Zukunft dann noch Spaß macht. Sollte der flöten gehen, müssen wir uns mal nach Alternativen umschauen. Aber, wie gesagt, das ist noch nicht spruchreif und wir gucken mal. Mal Allrad reinnehmen. Wir gucken mal, was wir dann machen. Eine Alternative wäre auf jeden Fall... Was mich noch interessieren würde, die Tannenberg-Map, ne? Die ist schon geil. Aber wie gesagt, wenn, dann wird es auch eine Abstimmung geben, ja oder nein und so weiter. Mein Problem ist jetzt hier, wie komme ich jetzt hier überhaupt drauf? Ich glaube, ich muss mal so fahren. Schönes Wetter schlägt um, dann können wir die Zeit wieder ein bisschen wieder auf fünffach nehmen. So. Okay, das müsste jetzt klappen. Weil ich jetzt noch nicht so genau weiß, wo der Strohverkauf überhaupt ist. Hier hinten sein. Da ist eine Halle. Ah, okay. Ist die wieder hoch genug? Ich weiß es nicht. Sonst müssen wir es davor packen und dann vorsichtig mit dem Traktor ein bisschen schieben. Oder ich hole den Frontlader nochmal rüber. So, ich habe, glaube ich, das letzte Mal einen Fehler gemacht, dass ich aus Versehen Arbeitsstellung und dann irgendwie mit den Ballen entladen ist, dass ich irgendwie in die Quere gekommen und das macht man dann massiv Probleme. Denn wir konnten das Ding ja nicht mehr einklappen, ne? Tja, das ist jetzt doof. Ich pack's daneben und wir räumen das auch rein. Aber so reinschubsen jetzt mit dem Traktor bin ich auch kein Fan von. Wir wollen es ja ein bisschen realistisch spielen, ne? So, dann einmal entladen. Wieso ist die jetzt ausgegangen? So, ziehen wir mal weg. Und zum Umdrehen können wir ja hier. So. So, wie man sich hier wieder runterkommt, vernünftig.
ist aber auch eine enge Kiste, ne? Komm hier nicht drüber. Wollen wir hier vorne vorsichtig durchfahren? Ist der Graben zu krass? Müsste eigentlich gehen. Stehen bleiben. Ja, wir stellen uns vor, er fährt rückwärts. Mann! Das könnte alles so einfach sein. So, jetzt aber. Ich nehme trotzdem hier die reguläre Straße. Oh, die Sonne kommt raus. Gut, was ich auf jeden Fall zuerst muss, das Feld müssen wir leer kriegen, unbedingt. Also da sammeln wir jetzt noch die restlichen Ballen weg, bevor wir jetzt die nächste Aktion starten. Und dann müssen wir mal gucken wegen Felddüngen. Und den Drescher muss ich auch wieder anschmeißen. So wie die Sonne jetzt ein bisschen die Ernte getrocknet hat, ne? Ich fahre hier lang weiter. Ist eh alles so eng, dann kann man direkt dann da aufs Feld fahren gleich. Vorne gleich links. Also finde ich die Map echt liebevoll gemacht, ne? Und das mit dieser Enge, wo das halt so ein bisschen, ja, musst halt gucken, wie du fährst, ne? Dass du das alles so ein bisschen einplanst, auch von der Maschinengröße her und so. Mal schauen. Also wenn alles läuft, machen wir wenigstens bis Folge 100. Wäre so meine Vorstellung. Sondern wir treffen hier noch auf mehr Probleme. So. Ja, dann noch ein paar mehr, oder? Das war halt die richtige Entscheidung, dass wir uns den Sammelwagen noch gekauft haben. Den Autostack. Und halt auch einer am Rand. Wenn wir so einen Rand frei machen, dann könnte der Grubber oder vielmehr die Direktsaat auch schon mal starten. Da ist auch einer. Und dann zur Mitte hin können wir dann weiter dann abräumen, ne? Aber vielleicht kriegen wir sogar alles drauf. Zumindest dürfte nicht viel überbleiben. Immerhin, da steht noch die Bürste. Oder bei den Rändern nochmal probieren, damit zu reinigen. Und wie gesagt, dann die Fräse für die Baumstümpfe. Die müssten wir noch an den Feldern Rändern dann auf jeden Fall mal aktiv werden. Dass der Drescher da keine Probleme mit den Stumpen bekommt. Oh.
Das wäre so das Nächste. So, und ich meine, jetzt können wir den mal starten. Warte mal. Die Tür nicht mehr auf. Naja. So. So, das gute Stück. Haben wir ja schon mal zurechtgefahren. Ich lösche mir mal die Kurse. Ich weiß nicht, was er jetzt hier noch drin hat. So, und das ist Feld Nummer 37. Drei Vorgewinde, dann haben wir 18 Meter Platz. Also das sollte eigentlich funktionieren. Aber hier bei dem Feld müssen wir auch noch mal ein bisschen rumsäbeln, ne? Muss auch noch ein paar Bäume fällen. So, machen ersten Wegpunkt. Und wir müssen natürlich nur einstellen, dass er Düngen und Säen macht. Okay. Vermutlich wird die erste Hürde sowieso gleich die Brücke werden. Mal gucken, wie er sich da anstellt. Na, und vergessen hier. Tja, sag ich doch. Oh nö. Ach komm, jetzt hast du dich da. Aber was ich gut finde, dass er dann selbstständig dann Allrad und alles reinhaut, ne? Ja, klasse. Jetzt haben wir hier den nächsten, der sich festgefahren hat, aber ich kann auch noch mal das Ding abwerfen. Boah, ist doch auch ein teurer Spaß. Da haust du dir unten, glaube ich, alles kaputt, wenn du wirklich hier so einen Helfer hast, der in real life da so einen Käse macht, dann wird das, denke ich mal, bei so einem Traktor hier schon ein teurer Spaß, oder? So, da müssen wir also selbst noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und den dann zum nächsten Wegpunkt schicken. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann spätestens morgen wieder. YouTube, macht's gut!